herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn hier gibt's die neuesten News rund um Fritz Fuchs, Keks und Bärstadt. Genau, eure Lieblingssendung im ZDF. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal. Und da gibt's noch diese Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn es neue Videos gibt. Jo! Es ist ja Zeit. Sie sind gerade aus Afrika zurück oder auf dem Weg wieder zurück nach Bärstadt. Unsere lieben Bärstädter. Yasemin war in Afrika, Fritz war natürlich in Afrika und Herr Klute. Zusammen haben sie ein Special gedreht, Löwenzahn in Afrika. 3 Folgen werden es wohl werden. Für nächstes Jahr, dann feiern wir 40 Jahre Löwenzahn. Wow! 40 Jahre Löwenzahn. Bin ich schon so alt? Meine Güte. Ja, ich denke mal, es wird im Oktober passieren, wenn das ZDF das nicht früher, aber eigentlich ist Oktober so der Geburtstagsmonat von Löwenzahn. Dieses Jahr ja 39 Jahre. Meine Güte. Ganz schön lange her. Ja, wir feiern auch Geburtstag. Und zwar den 15. Geburtstag feiern wir dieses Jahr im Sommer, Ende Juli, hier in Berlin, machen wir wieder ein Löwenzahn-Fan-Treffen. Für alle Löwenzahn-Fans, also auch du oder du oder du, kommt nach Berlin. Ich würde mich sehr freuen. Es gibt wieder eine Löwenzahn-Ausstellung. Natürlich, ihr könnt die Original-Latzhose von Peter begutachten oder auch Paschulkes Hemd. Genau. Also, kommt nach Berlin. Ich würde mich freuen. Nähere Infos in den nächsten Tagen auf der Webseite oder bei Facebook oder auch im Löwenzahn Fanclub Forum. Schaut mal vorbei und kommt vorbei. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kommt vorbei. Es ist kostenlos. Kommt vorbei. Ich würde mich freuen. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Also, 40 Jahre Löwenzahn. Was meint ihr? Was müsste es geben? Was fehlt euch? Also mir persönlich fehlt ja zum Beispiel eine Spielzeugserie. Habe ich ja schon öfter in den Videos erwähnt. Eine Spielzeugserie von Löwenzahn. Von mir aus Fritz, Paschulke, Keks, so. Playmobil oder sowas in der Art, so eine Figuren. Zum Nachspielen, den Bauwagen dazu. Ne? Dazu vielleicht noch ein Polizeiauto mit Götz. Super. Ich denke mal, ich bin nicht mehr die Zielgruppe, ich bin viel zu alt. Aber ich denke mal, das wird die Kleinen unter euch bestimmt gefallen, wenn man die Abenteuer von Fritz und auch andere Abenteuer nachspielen könnte. Leider hat es bisher nicht geklappt. Ich habe viele verschiedene Spielwarenhersteller angeschrieben. Da heißt es immer, oh, wir haben unsere eigenen Leute, die sich das ausdenken. Wir brauchen keinen Input von außerhalb. Schade. Tja, ja. Wenn ihr noch Ideen habt, wo welcher Spielwarenhersteller man anschreiben sollte, dann schickt mir mal eine Mail an sascha@löwenzahnfanclub.de. Ich mach's. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir mal Glück. Oder gibt's da draußen jemand bei euch, der einen 3D-Drucker hat? Ja, dann lasst uns doch mal palavern. Vielleicht können wir uns das selber basteln. Das wäre super. Na? Ich habe schon was angeleiert. Ich muss mal gucken. Ich bin jetzt noch nicht so drin in dem Cut-Programm, was man ja dazu braucht. Aber Ideen habe ich schon und ich hätte auch jemanden mit einem 3D-Drucker, der aber wenig Zeit hat. Also wir sind gerade dabei, mal für mich, dann kann ich euch das mal zeigen, was ich mir da vorgestellt habe und ob es vielleicht euch gefällt. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir oder schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde das gerne mal lesen, ob ich der Einzige bin. Vielleicht bin ich auch der Einzige und alle anderen sagen, nee, sowas brauchen wir überhaupt nicht. Es reicht, wenn es im Fernsehen läuft. Na gut, also meine Idee ist eine Spielzeugserie von Löwenzahn zum Nachspielen mit einem kleinen Herr Klute. Super. Und ein Kiosk zum Beispiel. Also ich bin ein Kind der 80er. Also ich hatte ja die He-Man and the Masters of the Universe. Die hatte ich. Und Mask und wie heißen sie alle? Transformers. Ich fand das immer toll, so eine Figuren zu haben. Und dann, was ich nie hatte, weil es ziemlich teuer war, zum Beispiel Castle Grayskull. Also die Burgen dazu.
Und ich fand das immer toll, wenn man, dann hat die Figuren und dann konnte man dazu die Burgen kaufen oder dazu mal das Zuhause von He-Man. Wow. Das stelle ich mir eigentlich lustig vor, wenn man halt die einzelnen Figuren von Löwenzahn kaufen könnte. Dazu noch den Bauwagen. Wow. Mit abnehmbarem Dach und dann kann man da, weißt du, das stelle ich mir schon interessant vor. Und dann kannst du da drinnen den Schreibtisch verstellen oder den Wintergarten und die Klappe vielleicht öffnen. Meine Idee. Was habt ihr für Ideen? Was gibt es? Was könnte es geben von Löwenzahn? Weil es gibt ja im Augenblick nur das Löwenzahn-Magazin. Vom Blue Ocean Verlag. Genau. Das erscheint ja auch regelmäßig. Und das war's. Bisher gibt es nichts mehr. Und ich hoffe, zum 40. Geburtstag gibt es mal wieder was Neues. Denn wir Löwenzahn-Fans brauchen neue Sachen. Ne? Und jetzt nicht irgend so ein Blödsinn wie ein Karabinerhaken, wo Löwenzahn draufsteht. Tut mir leid. Also Universal Fans, das war eigentlich nichts. Wir brauchen keine teuren Produkte, wo irgendwo was draufsteht von wegen Löwenzahn. Ich brauche kein Insektenglas, nur weil der Löwenzahn draufsteht und das kostet 15 Euro. Das Ding gibt es auch für 5 Euro ohne Name. Also brauche ich das nicht von Löwenzahn. Und leider hat sich das auch gezeigt, dass es gar nicht läuft. Deswegen gibt es die Produkte ja auch nicht mehr. Das einzige von denen, was interessant war oder was ich niedlich fand, war der Keks-Schlüsselanhänger. Habe ich nirgendwo gesehen. Also noch nie in real. Sie wollten mir ein paar Verlosungsexemplare zuschicken. Ist nie passiert. Ja, habt ihr so einen Keks-Schlüsselanhänger mal kaufen können? Also bei mir gab es nirgendwo. Ich habe in Berlin rumtelefoniert bei den Läden, die Dinger haben sollten, aber es gab nirgendwo einen. Also ich habe keinen bekommen und das fand ich sehr schade, weil ich sammle ja so ein bisschen die Löwenzahn-Fanartikel, die Geschichte zu Löwenzahn und sowas hätte mir gefehlt in meiner Sammlung. Na klar kriegt man es jetzt im Online-Shop beim ZDF, glaube ich, die haben ein paar bekommen, aber ich finde, der ist zu teuer. Bin ich ehrlich, das ist mir eigentlich zu teuer. Ne? Jo, ja, mehr gibt's nicht. Also ich hoffe, 40 Jahre Löwenzahn, das gibt mal ein bisschen wieder einen Push und es passiert was. Und ich hoffe auch, neben den drei Folgen, den Sonderfolgen von Löwenzahn, dem langen Abenteuer, gibt es noch etwas im ZDF oder auch im Kika. Vielleicht wieder eine lange Nacht, aber diesmal mit Fritz Fuchs, der am Bauwagen sitzt. Sowas habe ich mir vorgestellt seit der ersten langen Nacht mit Fritz. Aber da haben sie plötzlich die mittendrin Geschichten abgeschafft. Ich meine, sowas kann man doch nicht machen. Irgendwelchen komischen Reporter auf die Straße zu schicken und komische Fragen zu stellen, finde ich nicht so toll. Und ich denke mal, die langen Nächte werden von den älteren Fans geguckt, nicht von den Kindern. Oder irre ich mich da? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich ja auch da total falsch. Aber ich glaube, die langen Nächte, gerade wegen der Uhrzeit, das haben die Älteren geguckt. Und wenn man die Älteren, da kann man doch eine Zwischengeschichte machen. Ich meine, das haben wir mit Peter ja auch geschafft. Ne? Und da kann doch Fritz am Bauwagen sein. Mal so eine kurze Geschichte. Das muss man natürlich planen. Wenn man sich erst kurzfristig dazu entscheidet, eine lange Löwenzahn-Nacht zu bringen, mit Fritz Fuchs folgen, vielleicht auch ein paar Klassiks, das kann man auch mit Fritz machen, dann muss man das im Vorfeld planen, weil im Oktober wird nicht mehr gedreht. Im Winter wird er ja nicht mehr gedreht, da hat Fritz frei. Ne? Beziehungsweise ist im Synchronstudio oder hat andere Termine. Das muss man jetzt planen. Und ich hoffe, da kommt noch was. Liebes ZDF-Team, Grüße nach Mainz. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr hier in Berlin. Es wäre sehr schön. Und ja, lasst euch mal was einfallen zu 40 Jahre Löwenzahn. Ich meine, das ist ja eine Zahl, das schafft man ja kaum noch heute mit irgendeiner Sendung. 40 Jahre Löwenzahn, das ist was Besonderes. Das müssen wir feiern. Lasst uns zusammen was feiern. Ich komme auch nach Mainz. Gerne. Gut. Muss man mit dem Ganzen zusammenpacken. Also ich komme nach Mainz und wenn ich nach Mainz komme und ihr feiert da, dann möchte ich eine Löwenzahn-Ausstellung da machen. Denn
25 Jahre Mainz, mein erstes Treffen mit Peter Lustig. Wenn ich daran zurückdenke, ich war so aufgeregt. Ja? Erstens geht es nach Mainz. Zweitens ist es eine Veranstaltung vom ZDF. Das heißt, boah, man kann endlich was erfahren über die Sendung. Das war ja 2005. 2004 haben wir angefangen mit der Löwenzahn-Webseite, also dem Löwenzahn-Welt. Hieß das ja noch, meiner Fanseite, da stand ja noch gar nichts drauf, ganz, ganz wenig Information. Und ich war super aufgeregt, endlich nach Mainz und eine Veranstaltung vom ZDF, da müsste es doch Informationen rund um die Sendung geben. Was meint ihr, wie enttäuscht ich war, als ich gesehen habe, wie der ganze Aufbau dieser Veranstaltung war? Also, liebes ZDF, wenn ihr zu 40 Jahre Löwenzahn, was plant? Bitte, bitte, ladet mich ein. Ich bringe die Sachen mit. Ich bringe die Poster mit. Ich bringe die Latzhosen mit. Ich bringe alles mit. Wenn es irgendwie möglich ist. Ihr müsst mir da ein bisschen helfen. Aber lasst uns das zusammen machen. Das wäre super. Weil das ist besser für die Fans. Und ich denke mal, das macht den Leuten Spaß, einfach mal zu sehen, oh, was gibt's da? Von Löwenzahn gab es so tolle Poster, ihr wisst es selbst. Ich habe es ja von euch. Ja? Und von Crescendo Media. Ja? Es gab so viele Fanartikel, es gab vieles, was man einfach zeigen könnte. Und ich denke mal, den Leuten macht Spaß, wenn jemand da ist, der auch was darüber erzählen kann. Ja? Ihr hattet bei 25 Jahre Löwenzahn eine tolle Bühnenshow. Ja, die Physikanten, super toll. Kann man auch machen. So als Auflockerung. Aber es muss auch Infos zur Sendung geben. Ja? Ihr hattet Infos über Laser, weil gerade das Löwenzahnspiel, das PC-Spiel rausgekommen ist, über Linsen, Laser und noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Da gab es Informationen. Ja, das war's. Ja, denn die arme Tischlerfirma, die da oben ganz kurzfristig aufgebaut hat und mit den Kindern gebastelt hat, so kleiner Löwenzahnaufsteller. Super, aber das war kurzfristig, das hat man gemerkt. Die haben sich das ganz schnell überlegt, ah, wir machen das mit. Und ist ein Tisch, da machen wir das und das. Sowas muss mehr sein, das muss mehr zur Sendung sein. Ihr macht doch ein Fest zu Löwenzahn. Ja? Löwenzahn ist übers Wissen, aber zum Geburtstag von Löwenzahn sollte man aber auch was über die Sendung machen. Ne? Lasst uns das zusammen machen. Jo. Sollten wir nächstes Jahr hier in Berlin auch nochmal ein Fan-Treffen machen, dann, wenn ihr Bock habt auf sowas, dann schreibt mir. Ich habe viele ältere Fans, die mich letztes Jahr besucht haben. Wir waren sehr gut besucht, das hat schon richtig Spaß gemacht. Sowas mache ich gerne, aber nur, wenn das Interesse da ist. Ne? Es macht ja keinen Spaß, wenn man bei zwei Leuten ist der Aufwand etwas sehr groß. Und ich möchte euch ja auch darüber erzählen, über mein Löwenzahn-Fan-Dasein, über die Sachen, die ich erlebt habe über Löwenzahn. Ja, nicht nur über mich, ich bin unwichtig. Aber einfach das, was ich in den ganzen Jahren rausgefunden habe, was das ist interessant, finde ich. Und ich denke mal, mein Feedback war bisher, es interessiert auch andere Leute. Ja, und das möchte ich gerne mit euch teilen. Dafür ist es da. Ich möchte euch die Sachen zeigen. Das ist meine Intention. Nicht ich bin wichtig, sondern die Informationen über Löwenzahn, die Sendung ist so wichtig, so toll. Deswegen mache ich das Ganze. Es geht nicht um mich. Ne? Es ging nie um mich. Es soll um Peter Lustig gehen, um Guido Hammersfahr, um Sanam, um Helmut, um die ganzen Darsteller, um die Geschichten zu den Darstellern. Wann habe ich sie getroffen? Wie habe ich das? Da gibt's, die erzählen dir viele Sachen und das möchte ich weitergeben. Und dafür seid ihr wichtig. Ich mache das für euch. Ein Fan-Treffen lebt davon, dass die Fans da sind. Ist doch klar. Aber, ja, wenn ihr nächstes Jahr, also dieses Jahr, 15 Jahre Löwenzahn, kommt nach Berlin. Nächstes Jahr, 40 Jahre Löwenzahn. Wenn wir da was machen sollen, nochmal ein Fan-Treffen, schreibt's mich. Schreibt's mich, ja, natürlich, ich kann gut Deutsch. Schreibt's in die Kommentare, schreibt's per Mail. sascha@löwenzahnfanclub.de. Also, schreibt's per Instagram.
Genau. Sucht mal nach Creative Valley, das bin ich. Da findet ihr auch Fotos von Löwenzahn und so eine Sachen. Da poste ich immer so verschiedene Sachen. Also nicht nur Löwenzahn, auch über Clown Sashi und so eine ganzen Sachen, aber auch Löwenzahn. Also, wenn ihr auf Instagram dabei seid, ich spreche es immer falsch aus, dann schaut nach Creative Valley. Mit K geschrieben, Kreative Valley. Ne? Das bin ich, da findet ihr die neuesten Fotos zu Löwenzahn, zum Löwenzahn Fanclub, aber auch zu anderen Sachen von mir. Und ja, da findet ihr auch ein paar Fotos von Guido und von Sanam, die auch fleißig aus Afrika gepostet haben. Vielen Dank und viele liebe Grüße. Und wer bei Facebook unterwegs ist, der kennt die Löwenzahn Fanclub Facebook-Seite. Oder auch die Fanseite Löwenzahn Fans. Schaut danach, kommt rein, lasst uns was schreiben. Ich würde mich freuen. Und da findet ihr auch immer die neuesten News. Oder bei uns, wer ganz oldschool ist, bei uns im Forum, das Löwenzahn Classic Forum. Geht darum, geht es aber nicht nur um die Klassikfolgen, sondern um alles. Der kann gerne mal auf die Webseite kommen: www.löwenzahnfanclub.de. Mit OE, Loewenzahn natürlich. Und da findest du auch den Link zu unserem Forum. Jo, das war's eigentlich soweit. 40 Jahre Löwenzahn. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es schon so viel ist. Ich erinnere mich noch, wo ich damals angefangen habe, 2004, mit der Webseite. Und ich habe angefangen, die Sachen zu Sand zu glauben. Und da klingelte bei mir 2005, mitten am Morgen, ich glaube, es war so um 6:30, 7 rum, das Telefon. Und meine Frau ging ans Telefon und dann sagte sie: Ja, du, da ist jemand dran, der will wissen, ob du der Webmaster der Löwenzahn-Weltseite bist. Und ich dachte, jetzt kriege ich Ärger. Damals war das ja noch gar nicht so, ah, Datenschutz und bla, dieses Ganze. Die Webseiten bestanden in der Zeit noch aus vielen bunten Sachen. Jeder hatte irgendwelche Bilder reinkopiert, GIFs, und es drehte sich alles und es gab immer Hintergrund-MIDI-Sounds. Und zu der Zeit waren Webseiten manchmal etwas sehr Anstrengendes. Aber es hat sich keiner den Kopf gemacht, von wegen, ah, das Bild, das ich da reinsetze, darf man das? Ich habe davon, also es kam gerade so auf, von wegen, Achtung Leute, ihr könnt nicht einfach alles posten. Da gibt es, ne, die ersten Abmahnungen und so eine Sachen. Das war gerade so im Aufkommen. Und ich hatte davon gehört und dachte mir, naja, okay, ich hatte noch das Logo von Löwenzahn auf der Webseite und so ein, zwei Fotos von den Darstellern. Das waren aber Fotos vom ZDF. Ich habe schon versucht, überall reinzuschreiben und ja, Löwenzahn ist vom ZDF, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das darf. Und jetzt kriegte ich um 7 Uhr morgens, gar nicht meine Zeit, diesen Anruf. Und da ist jemand Fremdes dran und der fragt, ob ich. Da dachte ich schon, oh Gott, jetzt kriegst du Ärger, weil du hast irgendwas gemacht. Und also ich an das Telefon. Ja, hallo? Ja, und sind Sie denn der Webmaster von Löwenzahnwelt.de? Ja, warum? Naja, und dann ging es nämlich darum, dass dort war ein Radiomoderator dran, der mich davon informierte, dass Peter Lustig aufhörte. Das war ja 2005, da ging es gerade, also das war noch gar nicht spruchreif, man hat nichts davon gehört und ich war eigentlich der einer der ersten, die das mitgekriegt haben, die davon informiert wurden, das um 7 Uhr morgens. Ich war total geflasht, dachte ich mir, super, jetzt wo ich angefangen habe mit einer Webseite zu einem Thema, das viele Leute interessiert. Also ich hatte sehr, sehr, obwohl ich nicht viele Informationen auf dieser Webseite hatte, habe ich viel, viel Feedback gekriegt von euch da draußen und hey, das interessiert mich. Und da gab es aber auch keinen, da gab es nicht die Folgen auf YouTube und die ganzen Informationen, die es jetzt gibt, gab es damals noch nicht. Und also viele Leute haben, ja, was toll und was gibt es da für Informationen und die waren hungrig drauf. Und es war immer ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn Peter Lustig aufhört, gibt es Löwenzahn nicht mehr. Und jetzt dachte ich mir, super,
Jetzt hast du gerade angefangen, die ersten Kontakte geknüpft. Ich hatte die erste Mail rausgeschickt an Helmut Kraus und kriegte Antwort von dem. Von dem richtigen Helmut Kraus, nicht von irgendeinem Agenten oder so, sondern Helmut Kraus schrieb mir zurück. Super. Ich habe ans ZDF geschrieben, da gab es einen Praktikanten, der da geantwortet hat. Aber man hat, weißt du, die ersten Informationen hatte man. Und plötzlich kriegst du die Meldung, ja, weißt du schon, Peter Lustig hört auf. Um 7 Uhr morgens. Ich war so geflasht, ich konnte gar nichts mehr. Danach kam die Frage, ja, und, also erst, ja, wissen Sie schon, Peter Lustig hört auf. Und ich so, nein, wusste ich noch nicht. Ja, und er hört 2005 auf. Und das ist dann das Ende der Sendung. Und die sind jedes. Und danach kam, ja, erzählen Sie für unsere Hörer doch mal was über Ihre Webseite. Was machen Sie da so und so eine Sache? Und ich war aber immer noch total geflasht darüber, dass Peter aufhört und dass meine ganze Sache eigentlich jetzt Ende ist. Dass ich, also, ich sollte aufgeregt erzählen, was gibt es auf Löwenzahnwelt, warum mache ich die Seite und so eine Sache. Ich konnte es aber nicht. Ich war so geflasht, so, boah, Peter hört auf, alles vorbei. Dass ich, ja, da gibt es das und es gab ja auch noch nicht viel auf der Webseite. Aber ich konnte es auch nicht so rüberbringen, als wenn es jetzt das super tollste der Welt ist. Und dann, ja, ich würde mich dann nachher nochmal melden, meinte der Typ vom Radio. Und dann können Sie das nochmal ein bisschen enthusiastischer erzählen. Und er hat nie wieder angerufen. Also schönen Gruß, falls du zuschaust. Schönen Gruß, schönen Dank, dass du nie wieder angerufen hast. Aber wenn du mir so eine Nachricht überbringst, lieber Radiomensch, dann kannst du auch nicht erwarten, dass ich da vor Enthusiasmus sprühe. Das geht nicht. Okay? Ja, also das war meine erste Erfahrung sozusagen als Webmaster von Löwenzahn. Das ist jetzt 15 Jahre her. Schon krass, wie die Zeit vergeht. Ich habe viele, viele Leute, viele, viele Fans getroffen da draußen. Viele liebe Grüße an alle, auch an denen, die an der Entstehung vom Löwenzahn-Fanclub massiv mitgearbeitet haben. Wir haben da ganz tolle Leute gehabt, die jetzt schon wieder weg sind. Man hat andere Interessen entwickelt. Oder Leute, die immer noch dabei sind, die später dazugekommen sind, die sich darum kümmern, wir haben eine wirklich tolle Datenbank mit allen Folgen, mit Informationen zu den Musikstücken aus den Folgen, mit den Liedtexten. Der liebe LML aus dem Forum, grüße dich. Der kümmert sich darum, dass die Sendetermine gepostet werden. Der schreibt sich mit dem ZDF. Auch nochmal Danke an die Redaktion. Hallo, Frau Frank-Ladil. Hallo, Frau Lenzen. Servus, grüezi und hallo. Wir wollen uns dieses Jahr sehen. Kommt bitte nach Berlin. Ich möchte euch sehen. Ja, also es gibt viele Leute. Knochen, der uns die Datenbank zusammengeschustert hat. Georg, ein wichtiger Teil zur Entstehung der Löwenzahn-Geschichte, Löwenzahn-Fanclub. Georg war derjenige, der ein absoluter Peter Lustig-Fan ist und war. Der Mensch hat jeden Schnipsel, den er in den ganzen Jahren gefunden hat. Also wenn der mal eine Zeitung aufgeschlagen hat und da war ein kleines Bild von Peter, hat er es ausgeschnitten. Ja, er hatte viele Informationen zu Pusteblume, zu Mittendrin, also dass es die Sendung überhaupt gab, zum Beispiel die Wolpertinger Wochenshow. Damit hat er mir geholfen. Also als wir zusammenkamen, das hat gepasst. Also Georg, grüße dich. Du bist auch ein ganz wichtiger Teil vom Löwenzahn-Fanclub. Ohne dich würde es den Löwenzahn-Fanclub nicht geben. Ne? Also es gab viele, viele Leute da draußen, die ich getroffen habe, und das fand ich so toll, die mir Sachen erzählt haben, wie sie zu Löwenzahn gekommen sind. Es gab welche aus, ich glaube, Australien, die mich angeschrieben haben, die jetzt mit Löwenzahn mit ihren Enkeln gucken. Es gab so viele Sachen, so viele Leute, die mich besucht haben. Das Jahr davor waren welche dabei aus Wien. Grüße euch, die Familie aus Wien. Mensch, oder aus Österreich, ich weiß es nicht mehr.
so eine weite Reise und ihr seid nach Berlin gekommen, weil ihr Löwenzahn sehen wolltet, weil ihr Fritz Fuchs sehen wolltet, weil ihr mir bei meinen Erzählungen zuhören wolltet. Super. Das ist absolut unglaublich. Ja. Und das möchte ich weitermachen und ich hoffe, ich sehe euch dieses Jahr auch zum 15. Geburtstag vom Löwenzahn-Fanclub. Seid dabei. Und ja, ihr könnt mir Löcher in den Bauch fragen. Ich versuche, alles Mögliche, was ich weiß, mitzugeben, euch zu erzählen. Und ja, es macht mir Spaß. Ich zeige euch gerne die Fanclub-Sammlung. Und wenn ihr noch Sachen habt von Löwenzahn, bitte schmeißt sie nicht weg. Schreibt uns an. Vielleicht können wir da was machen. Wenn ihr sie so abgeben wollt, schreibt mich an, schickt es mir zu. Ne? Es gibt auch bestimmt andere Fans, die noch Sachen haben wollen. Also falls ich sie nicht brauche und ihr möchtet sie los, wer möchtet sie aber nicht wegschmeißen, dann schreibt mich doch an. Vielleicht kann ich jemand anders damit eine Freude machen. Also, ich hoffe, wir sehen uns im Sommer. Ich denke mal, 27. 28. Juli wird es werden. Wo genau, weiß ich noch nicht, ob wir es im Fanclubgarten machen. Vielleicht machen wir es mal woanders. Schauen wir mal. Ist noch nicht ganz sicher. Wir sind gerade am Plan. Und viele liebe Grüße an alle Darsteller. Viele liebe Grüße an alle jung gebliebenen Fans. Kommt vorbei. Hier nach Berlin. Flixbus oder sonst wie. Kommt mit der Bahn. Ist hier alles nicht mehr ganz so teuer. Ich hoffe, viele Gesichter von euch zu sehen. Das Einzige, worum ich bitte, meldet euch an. Damit ich weiß, wie viele Leute kommen, damit ich damit rechnen kann, damit, weil es müssen genug Sitzplätze da sein. Ja, also, wenn ihr kommen wollt, gerne, schreibt mir eine Mail. Hallo, wir sind, weiß nicht, zwei, drei, einer, keine Ahnung, ein Hund, Kunde dürfen auch mit. Also, schreibt uns an und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, meine Familie und mich, ich und meine Familie, Dankeschön, der Esel nennt sich immer zuerst, würde sich freuen, wenn ihr dabei seid. 15 Jahre Löwenzahn-Fanclub, kommt her. Nächstes Jahr 40 Jahre Löwenzahn. Wir freuen uns auf die Specials aus Afrika. Und mal sehen, was da noch kommt. Schreibt mir in die Kommentare oder per E-Mail, was ihr gerne für Fanartikel haben würdet, was ihr von der Idee haltet, wegen Spielfiguren zu Löwenzahn. Habt ihr einen 3D-Drucker? Wollen wir da was zusammen machen? Alles Mögliche. Ne? Also, seid dabei. Und ich sag mal, abschalten, ich drehe noch eine Runde und wir sehen uns demnächst hier wieder auf dem Löwenzahn-Fanclub YouTube-Kanal. Ich sage Tschüss und bis bald. Ciao! Unsere Bärstädter Stars, Stars nochmal. Unsere Bärstädter Stars.